Hallo und herzlich willkommen zu einem Erklärvideo zur Entstehung der Alpen und der Gliederung der Alpen. Und zwar, bevor wir mit der Gliederung der Alpen weitermachen, möchte ich erstmal darauf eingehen, wie denn die Alpen entstanden sind. Und zwar sind ja auch heutzutage noch die Gipfel der Alpen Verwitterung und Abtragung ausgesetzt. Und somit unterliegen die Alpen einer ständigen Umgestaltung. Die Entstehung begann aber vor einigen Millionen Jahren, als zum Beispiel die Erde noch anders aufgebaut war, aus anderen Kontinenten nur einem Urkontinent, dem sogenannten Urkontinent Pangaea, bestand. Und dann spalteten sich durch plattentektonische Prozesse nach und nach einzelne Kontinente ab, und diese lagen um einen großen Ozean herum, der als Tethysmeer bezeichnet wird. Das ist das Tethysmeer. Das war der große Urozean, der eben zwischen den Kontinenten lag. Und nun möchte ich die einzelnen Schritte erklären. Also man kann den ersten Schritt etwa vor 100 Millionen Jahren sehen. Da hatten wir einmal hier Mitteleuropa. Ich kürze es ab mit ME. Und wir hatten Afrika. Und das war ungefähr im Erdzeitalter des Jura. Und damals haben sich auf dem Ozeanboden, hier war unser Tethysmeer, haben sich Sand und Ton abgesetzt durch Abtragung. Hier hatten wir jeweils eine Abtragung aus umliegenden Gebirgen, Abtragung. Und somit haben wir hier eine Akkumulation, also Ansammlung von Sedimenten, Sedimente. Dort gibt es eine Ablagerung. Und dann bildete sich zudem durch abgestorbene Korallen eine Kalkschicht aus in diesem Meer, Kalkschicht. So, und das war jetzt der erste Schritt. Vor 80 Millionen Jahren, das war der nächste Schritt, vor 80 Millionen Jahren ging es dann weiter, dass Afrika begann, auf Europa zuzudriften. Das heißt, ich markiere diesen Schritt mal hier orange, während hier die Schritte vor 100 Millionen Jahren rot bzw. grün markiert sind. Vor 80 Millionen Jahren beginnt Afrika auf Europa zuzudriften. Das heißt, hier haben wir einen Druck, der sich aufbaut durch die Drift. Und somit führt es dazu, dass einige Sedimentgesteine hier absinken, weil sich ja der Abstand dann hier verkleinert im Meer. Und es beginnen sich hier sogenannte Falten aus Gesteinen und Sedimenten zu bilden. Und außerdem werden durch den Druck die Sedimente zu Gesteinen umgewandelt. Da entstehen Gesteine. Dann vor 50 Millionen Jahren, vor 50 Millionen Jahren, haben wir eine weitere Driftbewegung. Also ich zeichne jetzt mal ein, dass sich die Driftbewegung verstärkt. Das ist hier in Blau. Und da sich die Driftbewegung sehr stark verstärkt, mache ich hier eben Pfeile entsprechend mächtiger. Und es führt natürlich hier auch zu einer weiteren Auffaltung zwischen den beiden Kontinentplatten. Und dann setzt eine Hebung ein. Das heißt, durch diese Auffaltung und durch die Komprimierung auf entsprechend weniger Raum durch den Druck und das Zuwandern haben wir hier eine Hebung.
Und dann letztendlich heute oder ab 10 Millionen Jahren, also bis heute, haben wir dann eine Ausbildung. Wir haben hier einmal nochmal Mitteleuropa und hier Afrika. Und wir haben hier schon dann unser Faltengebirge der Alpen durch die Aufwaltungen. Und da hält dieser Druck bis heute an. Also diese Drift hält bis heute an. Und hier haben wir eine Hebung im Gebirge. Und da kommt es dann zur Auffaltung von Gesteinen, weshalb wir auch von ja, einem Faltengebirge sprechen. Und der tiefer liegende Teil ist hier heutzutage vom Mittelmeer aufgefüllt. Mittelmeer. Gut. Jetzt haben wir die Entstehung der Alpen angeschaut. Also wir haben gelernt, dass die Alpen durch eine Auffaltung entstanden sind und deshalb, weil wir hier eben so eine Faltung von Gesteinen haben, nennen wir die Alpen auch ein Faltengebirge. Nun möchte ich mit euch die Gliederung der Alpen anschauen. Wir sagen, von Nord nach Süd können wir die Alpen gliedern in die nördlichen Kalkalpen, in die Zentralalpen und die südlichen Kalkalpen. Südliche Kalkalpen haben wir oft eine felsige Landschaft, genauso wie in nördlichen Kalkalpen, wobei wir dort aber auch in den Voralpen noch bewaldete und grasige Gebiete haben. Die Zentralalpen sind der höchste Bereich der Alpen, da sind auch noch Gebiete vergletschert. Dann können wir auch noch die Alpen von Ost nach West gliedern, und zwar in die Ostalpen und die Westalpen. Und der höchste ba Berg in den Westalpen ist der Mont Blanc mit 4810 Metern und es ist auch gleichzeitig der höchste Berg der gesamten Alpen. Jetzt, welche Länder haben den Anteil an den Alpen? Das ist Deutschland, das ist Österreich, das ist die Schweiz, das ist das Fürstentum Liechtenstein, das ist Frankreich, das ist Italien und Slowenien. Jetzt zeige ich euch gleich ein paar Bilder aus den Alpen und ordne die den entsprechenden Bereichen nördliche Alpen bis südliche Alpen zu. Also wir gucken uns jetzt hier dazu Beispiele an. Und dazu fällt euch beim Betrachten der Bilder schon ein erheblicher Unterschied landschaftlich auf, der sich abzeichnet zwischen verschiedenen Regionen und Bereichen. Und dazu habe ich aber ein Extra-Video. Da geht es nämlich um die sogenannten Höhenstufen und die betrachte ich in einem separaten Video im YouTube-Kanal, das ihr dann im Anschluss anschauen könnt. Nun wollen wir die Zuordnung machen. Das heißt, wir gucken uns hier Beispiele an. Das hier ist aus dem Alpenvorland aufgenommen. Da sehen wir hier, erheben sich die nördlichen Kalkalpen, weil wir betrachten hier die Berge von Norden und daher kommen zuallererst die nördlichen Kalkalpen von Norden. Dann haben wir hier auch einen Bereich der nördlichen Kalkalpen, der kennzeichnet sich häufig durch viele grasigen Gebiete noch hier so und auch schon einzelne Felsen. Also hier bauen sich die Alpen so langsam erst auf. Und gerade hier könnt ihr an diesem Beispiel sehr gut an die Auffaltung sehen. Das ist hier an der Höfatz in den Allgäuer Alpen. Gut, dann haben wir hier auch wieder die nördlichen Kalkalpen. Auch hier haben wir noch so die Wiesen und auch hier seht ihr hier die Faltungen der Alpen sehr deutlich dargestellt. Und dann hier ebenfalls die nördlichen Kalkalpen. Auch hier sehen wir wieder, die nördlichen Kalkalpen bauen sich über dem Alpenvorland auf und steigen dann rapide an. Das kennzeichnet die nördlichen Kalkalpen. Dann haben wir ein Bild aus den nördlichen Kalkalpen im Karwendel. Und hier ein Bild aus den nördlichen Kalkalpen bei Garmisch-Partenkirchen. Hier sehen wir große bewaldete Flächen und dann auch eben gleich Kalkgestein, wirklich felsige Gesteine, also sehr unwirtlich. In den Zentralalpen folgen dann vergletscherte Gebiete, wie hier am Ortler, sehen wir große Gletscher.
Und in den Südalpen haben wir dann häufig so Matten und wir haben auch wieder Felsen, was relativ ähnlich ist zu den nördlichen Kalkalpen wie hier. Hier sehen wir die Südalpen, die Dolomiten, Latemar-Gruppe. Und das kennzeichnet hier die südlichen Kalkalpen entsprechend, dass wir hier eine entsprechende ja, felsige Gestalt haben. Und hier sind so die Ausläufer dann der Alpen nach Süden, die wir hier sehen. Genau, und hier nochmal ein Bild aus dem Gipfelbereich der südlichen Kalkalpen. Und damit möchte ich auch das Video beenden.